Ja, wie gesagt, man ist 18 Jahre alt, man weiß nicht wohin mit seinen Emotionen. Man hat so viel Energie in sich, ja, und darf sie aber nicht ausleben sozusagen. Und man sitzt da irgendwie monatelang glücklich. Ich saß 3 Monate mit einem Gips, nicht mit einem Gips, mit einer Schiene zu Hause und konnte mich nicht bewegen. So, ne? Das ist irgendwie so wie so ein Löwe im Käfig, um das mal so zu sagen. Ne? Und ja, es war einfach eine brutal schwierige Zeit für den Kopf vor allem damit. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Schnittstellenpass 2023 und mein erster Gast ist José Alex Ikeng. Das ehemalige Top-Talent und Gewinner der Fritz-Walter-Medaille spricht mit mir in der aktuellen Folge über seine Karriere und gibt tolle Einblicke in den Profi, aber auch in den Amateurfußball. Ein sehr, sehr reflektiertes Gespräch mit José gibt uns viele Einblicke in unterschiedlichste Bereiche. Wir haben über Trainer gesprochen, über die aktuelle Entwicklung im Jugendfußball und über vieles, vieles mehr. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Solltet ihr Fragen haben, meldet euch sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi. Mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. Und heute habe ich die große Ehre und ich habe José Alex Ikeng bei mir. Ehemaliges Top-Talent des Jahrgangs 88, also mein Jahrgang. Deutscher U17-Meister mit dem VfB Stuttgart, Gewinner der bronzenen Fritz-Walter-Medaille, der U18-Spieler, hat viele Spiele für die U-Nationalmannschaft für Deutschland gemacht, bundesweites Top-Talent, habe ich schon gesagt, Profi beim VfB, leider ohne Einsatz, Profi bei Werder Bremen, Ingolstadt, Hansa Rostock, aktuell auch in der Landesliga unterwegs, aber da kann er uns vielleicht nachher auch nochmal mehr dazu sagen. Herzlich willkommen, José. Agi, vielen Dank, dass ich teilnehmen darf und vielen Dank für die sehr, sehr schöne Vorstellung. Also wir haben uns kennengelernt beim Trainerlehrgang. Vielleicht kannst du auch noch ein paar Worte dazu verlieren. Ich kenne dich schon lange. Du hast mich wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm gehabt. Wir haben ganz früher mal gegeneinander gespielt, als du noch beim VfB Stuttgart warst. Was machst du eigentlich? Du machst noch viel mehr außer Fußball spielen. Erzähl mir doch mal was oder erzähl mal mir und den Zuhörern, was aktuell bei dir so los ist. Ja, eigentlich spiele ich ja keinen Fußball mehr. Jetzt seit ein paar Wochen habe ich ja jetzt komplett aufgehört. Also für mich war ja auch schon, seitdem ich da aus dem Profibereich runtergegangen bin, war für mich eigentlich schon die Karriere beendet. So. Also so den Amateurbereich habe ich gemacht, um nochmal in gewissermaßen ein paar Erfahrungen zu sammeln, aber ich habe mir das anders vorgestellt, muss ich ehrlich sagen, im Amateurbereich. aber ich bin gespannt, was du gleich berichten wirst. Ja, letztendlich habe ich dann vor ein paar Wochen entschieden, die Schuhe ganz an den Nagel zu hängen, sozusagen. Das ist gerade momentan der Stand. Zudem beende ich gerade mein Studium in der Philosophie. Nach Jahren des Philosophiestudierens bin ich jetzt bald am Ende und Trainer Bielefeld machen wir gemeinsam und bin noch in der Beraterszene unterwegs. Okay, also Fußballberater. Das sind die Dinge, Leute, die mich gerade so beschäftigen. Okay, ja, vielen Dank schon mal für diesen kleinen Überblick. Philosophiestudium. Ich kann sagen, mit dem José kann man sehr gut philosophieren. Wir hatten lustige, intensive, interessante Gespräche bis tief in die Nacht. Und deswegen habe ich auch gedacht, hey, José muss unbedingt mal in den Podcast vorbeikommen. Ja, um es nochmal vielleicht festzuhalten, José war eins der Top-Talente im 88er Jahrgang. Das ist der gleiche Jahrgang, in dem auch ich Fußball gespielt habe. Also es ist mein Jahrgang. Wie bist du überhaupt erstmal zum Fußball gekommen? Wie hat alles bei dir angefangen? Viele werden jetzt vielleicht deinen Namen auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Also damals, wo wir vielleicht, oder ja, wo ich 18 war, 19 war, war das schon den meisten Spielern, zumindest mal in dem Alter, ein Begriff. Wie es angefangen hat? Ja, ich glaube, ähnlich wie bei allen Fußballern, schon relativ früh das Fußballspielen für mich entdeckt, relativ auch früh gemerkt, dass ich ein bisschen was kann am Ball und halt dadurch auch eine Leidenschaft entwickelt. Vereinstechnisch habe ich beim VfR Sersheim angefangen.
Da sind wir gerade frisch nach Deutschland gekommen. Ich bin ja erst mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen. Und ging da mit meinen Geschwistern so spazieren an so einem Sportplatz entlang und haben eine Fußballmannschaft spielen sehen. Also Jungs in meinem Alter ungefähr. Das war ein Zufall, ne? Und ich habe mich nicht getraut, hinzugehen und zu fragen, ob ich mal mitspielen kann. Dann ging meine ältere Schwester ging dann hin und hat den Trainer gefragt, ob ich mitspielen kann. Sie hätte einen Bruder, der ein bisschen kicken kann, ob er mitspielen kann. Und so durfte ich sofort mitspielen. Der Trainer war d'accord damit. Das war mein damaliger Trainer, der Waldemar Schneider. Sehr, sehr guter Mann. Der hat mich lange begleitet, auch in der Jugend. Und ja, ich habe mitgespielt und habe dann sofort gezeigt, was ich drauf hatte. Und so durfte ich in der Mannschaft bleiben. Und so hat das Ganze angefangen für mich. Du bist in Kamerun geboren. Das ist korrekt, ja. Genau. Hast du auch Erinnerungen an deine Zeit in Kamerun? Also hattest du da auch schon Bezug zum Fußball? Ja, natürlich, selbstverständlich. Mein älterer Bruder hat auch ziemlich lange gespielt. Allerdings nie aktiv. Bis zur A-Jugend hat er gespielt. Und durch ihn bin ich eigentlich richtig zum Fußballspielen gekommen. Sagen wir es mal so, die älteren Jungs haben immer gespielt, haben immer Spiele veranstaltet und eine Zeit lang habe ich mir das angeschaut und irgendwann wollte ich selber mitspielen, aber ich durfte nicht, weil ich noch ein bisschen zu jung war, hieß es. Ja. Dann durfte ich einmal mitspielen und habe da wiederum auch gezeigt, was ich drauf hatte und danach war ich nicht mehr zu jung und da musste ich immer sogar mitspielen. Okay, ja. Und dann bist du angekommen in Sersheim. Ich glaube, du hattest dann noch ein, zwei andere Stationen. Wann ist denn dann jemandem aufgefallen, okay, der Junge hat vielleicht sogar mehr Talent als die meisten in seinem Alter? Das ist relativ früh schon aufgefallen. Das ist in Sersheim schon aufgefallen. Wir haben viele Turniere gespielt, bei denen dann auch bessere Mannschaften dabei waren, wie unter anderem der VfB mal dabei war. Dann bin ich zuerst vor Gemeinde Bietigheim gewechselt, ein etwas größerer Verein in der Region. Und wiederum auch da auf Turnieren auf den VfB getroffen oder auf Mannschaften wie 1860 getroffen. Und zu der Zeit kam schon das Interesse, aber ich war einfach zu jung. Meine Eltern, mein Vater hatte keine Zeit. Ich habe 4 weitere Geschwister. Hatte keine Zeit, mich da hin und her zu fahren, ständig von Bietigheim damals nach Stuttgart ins Training. Und somit war das in diesem Alter zumindest relativ schnell vom Tisch, das ganze Thema. Erstmal, bis es dann mit 15, 16 zum VfB ging, als ich dann selber dann die Verantwortung tragen konnte, um selber dann hin und her zu fahren. Sozusagen. Okay, und wie war deine erste Zeit als junger Spieler dann beim VfB? Konntest du dich relativ, also du musst dich ja relativ schnell durchgesetzt haben, weil du ja auch nachher den Sprung geschafft hast, ja, zum Profi, beziehungsweise zu einem der besten Spieler in dem Jahrgang. Ja, die erste Zeit war ziemlich schwierig, muss ich zugeben. Ich kam dahin und habe dann natürlich gegen Jungs gespielt, die ja teilweise schon länger beim VfB waren, in der Jugend, viele Jugendmannschaften schon durch Laufen hatten. Und das merkt man natürlich schon. Die hatten ein ganz anderes Training, die haben eine viel bessere Technik gehabt als ich, eine viel bessere Koordination teilweise als ich gehabt. Aber irgendwie hat dann der Wille und das Talent dann hat sich dann bei mir einfach durchgesetzt. Ich habe mich da relativ schnell zurechtgefunden dann. Nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr war ich dann nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft und bin dann relativ dann auch schnell hochgezogen worden zu der U17 als 16-Jähriger im ersten Jahr und habe dann auch Stamm gespielt und ja. Im Finale dann auch in der ersten Elf gestanden mit Sammy, Serda, Andi und den ganzen Jungs den Titel geholt dann auch damals, als jüngerer Jahrgang. Ja. Okay, wenn José Sammy sagt, meint natürlich Sammy Khedira, Andreas Beck, ja. Für alle, die nicht so einen Plan haben, aber okay, krass. Das ist ja hier ein Podcast für Fußballkenner, deswegen gehe ich davon aus, ja. dass die Vornamen zumindest den Kennern bekannt sind, ja. Ja, wir sind die Schnittstelle zwischen Profi-Zuhörern auch und Amateur-Zuhörern, die vielleicht auch nicht jeden Spieler kennen, aber nee, eigentlich sollte man vor allem als VfB-Fan die Leute kennen. Ja. Genau, okay. José, du hast uns jetzt mal den ersten Einblick gegeben. Ich will gleich weiter bohren, aber ich habe dir als einen der wenigen Gäste mal ein bisschen Zeit gegeben, sich vorzustellen, aber alle müssen durch den Argomat, also bleibt dir auch nichts anderes übrig. Du musst auch durch den Argomat. Bist du bereit für den Argomat? Ich bin immer bereit. Alles klar, das wollen wir gleich mal sehen. Also dann, Argomat. Argomat.
Argomat. Also Argomat, vielleicht ist hier schon ein Begriff, entweder oder fragen, gar nicht lang nachdenken, ganz schnell deine Antwort sagen, okay? Vamos. Okay. Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Früher Messi, aber jetzt Ronaldo. Rap oder Schlager? Rap. Club oder Bar? Früher Club, jetzt immer noch Club. Nein, weniger, aber... Malle oder Ibiza? Ibiza, definitiv. Ja. Stuttgart oder Bremen? Stuttgart. WM-Teilnahme oder Champions-League-Sieg? WM-Teilnahme. Trainer oder Spieler? Boah, Spieler. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das sind typische Agi-Fragen. Das Huhn. Bier oder Wein? Nichts von Wein, ich trinke keinen Alkohol, aber wenn ich trinken würde, würde ich eher einen Wein nehmen. Ja. Okay. Bundesliga oder Premier League? Premier League. Dembélé oder Sané? Dembélé. Okay, José ist ein riesen Dembélé-Fan, aber du hast dich 1A geschlagen, das war der Argomat. Jetzt hat man vielleicht einen kleinen Einblick gekriegt, wie du so tickst. Wir wollen aber direkt da weitermachen, wo wir aufgehört haben. José, du bist U17-Meister beim VfB Stuttgart geworden. Wie ging es für dich weiter? Ja, nach der U17-Meisterschaft bin ich in die U19. Nee, hatte ich nochmal ein halbes Jahr in der U17. Ich war ja dann als jüngerer Jahrgang bei den U17-Spielern dann dabei. Und dann kam ich dann regulär in die U17, wo ich dann auch relativ gute Leistungen gebracht habe. Und dann nach einem halben Jahr oder so dann schon in der U19 trainieren durfte. Und so ging das dann weiter. Hab dann das Jahr darauf durfte ich dann das Trainingslager bei den Profis schon mitmachen. Habe dann bei den Amateuren schon mit trainieren dürfen. Habe da auch schon mit 18 schon oder mit, ja, ich weiß nicht mehr, ich glaube mit 18 war das, schon die ersten Minuten bei den Amateuren damals sammeln dürfen, bei der zweiten Mannschaft. Ja, und dann so ging das relativ schnell bis zu den Profis hoch damals. Ja. Zwischendurch hast du auch die Fritz-Walter-Medaille erhalten. Das ist ja schon eine große Auszeichnung. Da kommen wir später nochmal dazu mit dem Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner. Da werden wir das auch nochmal kurz vorstellen. Aber bevor wir darauf eingehen, beziehungsweise du warst schon relativ weit, bist bei den Profis angekommen. Warum kennt dich nicht jeder VfB-Fan aktuell? Was ist passiert, dass es doch nicht ganz gereicht hat für die Profis? Was ist passiert, ja. Ich bin mit 18, wie gesagt, habe ich das Trainingslager mitgemacht, habe, glaube ich, auch damals ganz, ganz guten Eindruck hinterlassen gehabt. Und für die ersten Spiele bin ich dann noch zu den Amateuren runtergeschickt worden und er hat mich dann im dritten Spiel bei den Amateuren das Kreuzband gerissen, also nach einem Foul das Kreuzband gerissen. Und dann hatte ich eine ewige Leidensgeschichte mit meinem Knie, wurde dann zweimal operiert, also das Kreuzband wurde zweimal operiert, es ist nach 6 Monaten wieder gerissen. Dann hatte ich Ewigkeiten Probleme mit meiner Narbe, mit der Wundheilung, Entzündungen, bin dann wochenlang mit so einer Zinkkette im offenen Knie in der Wunde dann herumgelaufen. Also so eine Geschichte hatte ich da. Ja, einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit. War dann insgesamt ab meinem 18. Lebensjahr 22 Monate komplett raus bis zu meinem Comeback. Das sind fast 2 Jahre raus aus dem Fußball. In dem Alter natürlich eigentlich tödlich mit den Verletzungen. 2 Kreuzbandrisse, ein Stück Knorpel war noch mit dabei, Menisken sowieso immer ein bisschen mit dabei bei Kreuzband, wo dann schon die Ärzte oder die ersten Ärzte dann gesagt haben, ja, das wird eigentlich ja nichts mehr sozusagen. Und habe mich dann da zurückgekämpft, war dann auch im Kader bei den Profis wieder und ja. Okay, wie war es so in der Zeit? Hast du immer dran geglaubt, dass du den Sprung in die Profimannschaft noch schaffen kannst oder wenn man 22 Monate verletzt ist, kann man ja auch schon mal der ein oder andere Zweifel aufkommen, ist das vielleicht der richtige Weg noch oder ja, ist Fußball wirklich das, was jetzt auch eher Priorität dann hat? Ja, natürlich, selbstverständlich kommen dann die Zweifel, vor allem, weil ich ja vor meinem ersten Kreuzbandriss ein paar Monate zuvor die Schule abgebrochen hatte, um mich voll auf Fußball zu konzentrieren und dann reißt du dir ein paar Monate später das Kreuzband und 6 Monate später wieder dasselbe Kreuzband und dann fängt der Kopf natürlich an zu rattern. Das war eine sehr schwierige Zeit. Ich hätte mir gewünscht, dass da damals schon ein bisschen so diese Awareness da gewesen wäre mit dieser ganzen Mentalcoach-Geschichte, die ja jetzt heute so ein bisschen normal ist.
Ja, das war es damals nicht, überhaupt nicht. Auch wenn das gar nicht so lange her ist, aber das ist trotzdem, da hat der Profifußball in Deutschland oder auch international einen Riesenschritt gemacht, meiner Meinung nach. Wichtig wäre gar nicht so sehr gewesen, ob ich körperlich es zurückschaffen könnte. Ja, das war für mich irgendwie immer klar, dass ich es körperlich zurückschaffe, damals schon, ne? Aber ich habe dieses mit 18 Jahren, was weiß man denn schon? Man denkt, man weiß viel, aber jetzt mit Abstand betrachtet, hätte ich da das Mentale und das Psychische viel mehr Unterstützung gebraucht, um da durch diese schwierige Zeit zu kommen, um einfach die Dinge, die mit einem so passieren, besser einschätzen zu können, um dann auch aus dieser Zeit besser hervorkommen zu können oder besser zurückkommen zu können. Das hat so ein bisschen gefehlt, meiner Meinung nach, damals. Okay, spannender Ansatz. Es ist jetzt, lass uns mal zurückdenken, das war so 2007, 2008, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Stimmt das 2006, von? 2007, 2008, genau. Genau, So um die Zeit, ja. ja, da hat sich der Fußball dann schon ein bisschen gewandelt. Weißt du, ob es überhaupt schon Sportpsychologen zum Beispiel gab im Profibereich damals? Allgemein im Profibereich weiß ich nicht, vielleicht hatte die eine oder andere Mannschaft vielleicht so, aber das war damals noch gar kein Thema. Das war überhaupt nicht, es kam überhaupt nicht zur Sprache. Also das war Sportpsychologe oder Mentaltrainer, sowas gab es damals einfach noch nicht. Das war, nee, davon war einfach Du und nicht die dein Rede. Reha-Trainer einfach nur. Ja, genau, man hat einen Reha-Trainer gehabt, man hat seine Physios gehabt. Das waren so die Bezugspersonen, ja, und natürlich die Familie, aber die leiden ja auch mit einem sozusagen. Die Physios leiden ja auch mit einem. Die sehen ja jeden Tag, du kommst da rein, bist da monatelang auf Krücken, kämpft sich zurück auf dem Platz und dann reißt dir nochmal das Kreuzband und dann mit deinen Entzündungen, die leiden ja auch mit einem. Die wissen teilweise ja auch nicht weiter, ne? Außer halt das tägliche, die Behandlungen und. Aber allgemein war ich auch ein schwieriger Typ, habe mich dann da auch sehr, sehr zurückgezogen, habe wenige Leute nur an mich herangelassen zu der Zeit. Ja, wie gesagt, man ist 18 Jahre alt, man weiß nicht wohin mit seinen Emotionen. Man hat so viel Energie in sich, ja, und darf sie aber nicht ausleben sozusagen. Und man sitzt da irgendwie monatelang wirklich, ich saß 3 Monate mit einem Gips, nicht mit einem Gips, mit einer Schiene zu Hause und konnte mich nicht bewegen. So, ne? Das ist irgendwie so wie so ein Löwe im Käfig, um das mal so zu sagen. Ne? Und ja, es war einfach eine brutal schwierige Zeit für den Kopf vor allem damals, ja. Du hast dich zurückgekämpft, dann kam es zu einem Wechsel zum SV Werder Bremen. Wieso glaubst du, ist da der Sprung dann? Warum hast du es nicht da geschafft, dann in der Bundesliga anzukommen, beziehungsweise überhaupt auch danach nicht mehr ganz oben anzukommen? Die Frage habe ich mir auch oft gestellt. Es ist so ein Mix aus allem. Es ist einfach ein Mix aus vielen Dingen bei mir gewesen. Ja, zumal natürlich die Verletzungsgeschichte. Das ging ja bei Werder Bremen dann auch weiter. Bei Werder Bremen hatte ich wieder einen Kreuzbandriss. Auf der anderen Seite, auf der linken Seite. Habe mich nach 6 Monaten zurückgekämpft, um dann rechts einen Knorpelschaden zu bekommen nach 6 Monaten. Also da war ich auch über ein Jahr raus, mal am Stück, nach dem ersten halben Jahr. All diese Dinge, und wieder der Kopf nach der ganzen Vorgeschichte, wieder die mentalen Probleme sozusagen. Ne? Ich war natürlich immer ein Typ, der das nie offen angesprochen hat oder da auch nie auch von sich selber aus nie richtig Hilfe gesucht hat. Ne? Aber mit Abstand betrachtet sehe ich das schon ein, dass es vor allem für den Kopf eine sehr, sehr schwierige Phase war und es nicht schlecht gewesen wäre, wenn ich da mehr Unterstützung gehabt hätte. Aber wie gesagt, damals die Zeit war auch nicht, es war einfach, ja, es war die Zeit, da hat man noch nicht von Mentalcoaching gesprochen, da hat man noch nicht von Sportpsychologen gesprochen. Das sind alles Dinge, die jetzt in den letzten Jahren erst hochgekommen sind. Man ist so ein bisschen allein gelassen worden mit diesen ganzen Themen, ohne jetzt irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen oder so. Aber das war halt damals einfach so die Gegebenheiten, ja. Und so hat sich das dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, verselbstständigt bei mir. Immer wenn ich verletzt war, habe ich angefangen, irgendwie mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ne? Weil, wie gesagt, man ist jung, man hat vielleicht 1 Euro zu viel in der Tasche. Ne? Was macht man mit seiner ganzen Zeit nach dem Reha-Programm morgens? Wohin geht man da? Was macht man da mit seiner Verletzung? Man kann nicht trainieren, dann bin ich viel in den Kraftraum gegangen, ne? Und bin dann
irgendwie super auseinandergegangen, dann muskulär und so. Aber das reicht dann einfach nicht. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als mit den Kollegen auf dem Platz zu stehen, weil das ist ja eigentlich das, für was man da ist. Ne? Und wenn man das so lange nicht machen darf, nicht machen kann, ja, dann sucht man sich seine Ventile so ein bisschen woanders. Ne? Und das hat mir einfach nicht gut getan dann damals. Ja, wann, also du klingst jetzt sehr reflektiert, du hast ja wahrscheinlich auch viele Gedanken gemacht. Ab wann bist du eigentlich zu dieser Erkenntnis gekommen? Mit 18, 19, 20 hast du wahrscheinlich nicht gedacht, okay, hey, das ist vielleicht der falsche Weg oder wie du schon gesagt hast, ich bräuchte vielleicht irgendwo anders auch Unterstützung. Ab wann hast du das so, ja, ab wann konntest du da so reflektiert draufblicken? Ab wann ich darauf reflektiert einblicken konnte, dass ich eventuell Mentalcoach oder auch psychologische Unterstützung gebraucht hätte? Oder jetzt blickst du da so drauf, sagst, okay, das, du hattest vielleicht auch zu viel Energie, das ist einem ja nicht klar in der Situation. Ab wann hast du eigentlich gemerkt, okay, hey, eigentlich hätte ich vielleicht was ganz anderes gebraucht. Ab wann kam so die Einsicht? War das noch in der Zeit, wo du aktiv als Profi gespielt hast oder kam das erst jetzt wirklich versetzt, einige Jahre danach? Das kam jetzt die letzten Jahre natürlich, weil man dann ja auch, weil ich die letzten Jahre Abschied genommen habe von diesem, vom Fußballspielen an sich, vom wirklich was reisen wollen, da habe ich vor 4, 5 Jahren schon Abschied davon genommen und dann fängt natürlich, dann kommt der Abstand und dann kann man die Dinge viel, viel klarer sehen, obwohl ich sie damals schon so nicht so klar gesehen habe, aber mir waren einige Dinge schon damals klar, aber da man ja noch im Geschäft ist, da man ja noch versucht, Leistung zu bringen oder Leistung bringen muss, schiebt man so viele Dinge einfach beiseite. Und ja, als es dann für mich im Kopf dann auch klar war, so dass ich jetzt langsam aufhöre, da kamen natürlich die Erkenntnisse sehr, sehr deutlich hervor. Ich will nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich habe vorhin schon gesagt, Fritz-Walter-Medaille, 88er Jahrgang. Du warst wirklich eins der größten Talente. Und was diese Fritz-Walter-Medaille genau ist, was es bedeutet, das habe ich mit Dr. Fabio Wagner besprochen im Kopfballpendel. Und da würde ich jetzt kurz reingehen. Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner. Agi, mach jetzt die Musik aus. Jetzt kommt Wissenschaft. So, endlich ist es wieder soweit. Dr. Fabio Wagner ist mein Gast und hat wahrscheinlich wieder tolle Facts und brandneue News mitgebracht. Hallo Fabio, wie geht's dir? Servus Agi, mir geht's gut und dir? Danke, auch gut. Du klingst wirklich wieder wie immer sehr begeistert. Bist du gut ins Jahr gestartet? Ja, absolut. Hab schon Silvester verbracht und bin jetzt bereit für neue Aufgaben. Okay, hast du dir ein paar Vorsätze genommen? Oder vorgetan? Ja, tatsächlich. Dieses Jahr, also ich hatte lange Jahre keine Vorsätze. Dieses Jahr 2 Vorsätze, einer höchst privat, der andere mich wieder fit zu machen für den Fußballplatz, also richtig in Shape zu bringen. Okay, da freut sich der Trainer in mir. Aber ja, lassen wir mal so stehen. Fabio, was hast du heute für Fakten mitgebracht? Du weißt ja, wer mein Gast ist. Hast du ein Thema, was ihn auch betrifft? Ganz genau. Ich habe mich natürlich mit deinem Gast beschäftigt und wir wollen uns heute mal die Fritz-Walter-Medaille, die er ja auch abgeräumt hat, anschauen. Ich habe da einfach mal nachgeschaut, was es mit der Medaille auf sich hat. Wäre das in Ordnung für dich? Natürlich, ich bin gespannt. Ich glaube, die Zuhörer auch. Danke sehr. Die Fritz-Walter-Medaille gibt es seit 2005 und wird vom DFB verliehen. Gibt es ja in den gängigen Stufen Gold, Silber und Bronze und da werden immer die Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet. Seit 2009 dann in Kooperation mit der Fritz-Walter-Stiftung, die ja auf den Ehrenspielführer deutschen Nationalmannschaft und vom 1. FC Kaiserslautern zurückgeht, Fritz Walter, der 2002 verstorben ist. Und eine Jury trifft sich immer einmal im Jahr, Vertreter aus dem DFB-Präsidium, DFB-Jugendausschuss, Trainerstab, um zu schauen, okay, welche Spieler hätten es denn verdient, die höchste Auszeichnung, also Gold zu bekommen, Silber und Bronze. Also es ist wirklich eine sehr hohe Auszeichnung, wenn ich das richtig verstehe. Ja, absolut. Man muss sich vorstellen, dass ja die Goldmedaille für den besten Spieler in ganz Deutschland verliehen wird. Es wurde anfangs für die U17, U18 und U19 dann immer gemacht. Also in diesen 3 Jahrgangsstufen dann die 3 besten aus der ganzen Bundesrepublik. Und ja, das ist natürlich absolut
eine krasse Auszeichnung da im Jugendbereich. Die Vereine, die Spieler ausgebildet haben, erhalten da auch ein Preisgeld, nenne ich es jetzt einfach mal. Also für eine Goldmedaille kriegt man 20.000 Euro. Dann ist das ein bisschen abgestuft bis zu 10.000 Euro für die Bronzemedaille. Ja, in den letzten Jahren gingen wir jetzt drauf zurück, also seit 2016 nur noch U17 und U19 entsprechend auszuzeichnen. Und die Mädels kamen natürlich auch mit hinzu. Also werden auch die Top-Talente im U17 und U19 Jahrgang der Mädels ausgezeichnet. Das ist eine coole Sache. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, unser Verein, in dem wir auch zusammen gespielt haben, der SV Zimmern, hat damals auch eine Prämie gekriegt für die Fritz-Walter-Medaille von Sebastian Rudi. Ja, genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da hat sich die Vereinskasse natürlich gefreut. Ja, da gab es das ein oder andere Festchen oder es wurde irgendwas Sinnvolles wahrscheinlich damit gemacht. Hast du uns noch ein paar Fakten? Ja, und zwar habe ich mir mal angeschaut, wer denn eigentlich diese Medaillen gewonnen hat. Ich habe das natürlich erstmal bei den Jungs getan, dann bei den Mädels. Und so Auffälligkeiten waren jetzt nach meinen Recherchen, dass es in keinem Fall so war, dass ein Spieler in der U17, U18 und U19 eine Medaille geholt hat. Was wird das für dich, also was sagt ihr das? Ja, dass also immer wieder dann wohl doch noch Entwicklungssprünge drin sind. Was es gab, war beispielsweise, dass Spieler dann in darauffolgenden Jahren sozusagen Medaillen geholt hat. Ginter beispielsweise in der U18 und der U19 und andere auch, die Medaille dann auch also zweimal geholt haben oder eine der Medaillen. Mhm. Genau, aber einige waren auch ja nur einmal dabei. Und ein krasses Beispiel, da sind mir zwei Spieler ins Auge gestoßen. Einen kennen wir alle, Mario Götze, Goldmedaillengewinner bei der U17 damals und U19. Und eine nicht so bekannte Persönlichkeit, würde ich sagen, Sergej Iluschkin, auch Erster, also Goldmedaillengewinner in der U17 und U18. Sagt dir der Name irgendwas, Agi? Ja, er galt als ein Jahrhunderttalent, wenn ich mich nicht täusche. Hat es aber leider nie in die erste Bundesliga geschafft. Wir hatten den Fabio De Lera schon als Gast und der hat mal ein bisschen über den erzählt gehabt. Also für alle, die da noch ein paar mehr Infos wollen, gerne mal in die Folge reinhören. Hast du noch ein paar Infos zum Sergej? Ich habe mir das natürlich ein bisschen angeschaut, seinen Werdegang so ein bisschen verfolgt und es ist echt spannend, ja. Du hast gesagt, Jahrhunderttalent, also er wurde zweimal als bester männlicher Fußballspieler in der Jugend ausgezeichnet, zweimal Goldmedaille und wurde danach kein Profi, also echt richtig krass. Gibt es auch einen interessanten Spiegelartikel dazu, den man vielleicht in die Shownotes packen kann. Mhm. Da gibt es auch ein Video von ihm, kann man sich das mal reinziehen. Bei den Frauen übrigens, da gab es tatsächlich zweimal den Fall, dass Mädels in den drei aufeinanderfolgenden Jahren die Goldmedaille abgeräumt haben. Das war einmal Sarah Debitzer und einmal Lea Oberdorf. Also da scheint es möglich zu sein. Okay, spannend. Die Frage zum Sergej gebe ich vielleicht auch gleich mal weiter an José, weil wenn ich mich nicht täusche, sind wir alle im gleichen Jahrgang und dann müsste der José ihn ja eigentlich auch kennen. Die beiden müssten ja auf einem ähnlichen Niveau damals gespielt haben. Cool, Fabio. Ja, das ist doch interessant. Ja, mach das. Gebe die Frage direkt weiter. Vielen Dank. Schön, dass du wieder dabei bist und ich hoffe, wir hören dich bald wieder. Es gibt ja auch einige Sachen noch zu besprechen. Sehr gerne. Macht's ganz gut. Schöne Folge euch. Bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. So, José. Erstmal nochmal Hut ab. Ist ja José, wirklich eine krasse Auszeichnung. Schön. Und nochmal die Frage, kennst du den Sergej? Ja, wir kennen uns. Wir haben in der U18 gerade da in diesem Jahrgang zusammengespielt, als ich da auch die bronzene Medaille bekommen habe und er die goldene. Und ich glaube, damals hat die Silberne ein gewisser Alexander Eberlein bekommen. Ich glaube, er hat es auch nicht zu den Profis geschafft damals. Hat bei 1860 gespielt zu dem damaligen Zeitpunkt. Er hat es aber auch nicht in die Profi-Riege geschafft. Vielleicht
nochmal ganz kurz auf den Sergej einzugehen, der ja zweimal die Goldmedaille gewonnen hat. Fandest du ihn damals oder ist er dir aufgefallen? War er ein überdurchschnittlicher Spieler, wenn man das sagen kann, in der Nationalmannschaft, wo alle relativ gut sind? Sergej war ein guter Spieler. Er war damals schon relativ weit. Man hat ihm angemerkt, dass er war ein sauberer Spieler, ein einfacher Spieler, meiner Meinung nach. Was er sehr damals schon ihn ausgemacht hat, war seine Persönlichkeit damals schon. Er war irgendwie vom Kopf schon ein bisschen weiter als die meisten von uns in dem Alter. Wir waren schon noch mit 18 schon noch so ein bisschen kindlich unterwegs, so ein bisschen lausbubenhaft unterwegs, die meisten von uns zumindest. Und Sergej war da schon immer sehr seriös, hat das Ganze sehr ernst genommen, war auch damals nicht umsonst Kapitän schon gewesen. Ja, ein stabiler Spieler, ein verlässlicher Spieler war er, hat einfache Dinge gemacht. Also als Jahrhunderttalent weiß ich jetzt nicht, dafür habe ich ihn zu selten gesehen. Wir haben uns ja immer nur bei den DFB-Lehrgängen gesehen. Er hat, glaube ich, damals beim VfL Wolfsburg gespielt zu dem Zeitpunkt. Ja. Und so sind wir nie gegeneinander angetreten. Irgendwie VfL Wolfsburg war einfach nicht, die waren nicht gut genug, um dann so weit zu kommen, gegen den VfB Stuttgart dann irgendwie im Halbfinale oder Finale zu spielen. muss man vielleicht auch nochmal sagen, ja, VfB war ja damals das Maß aller Dinge in Deutschland im Jugendfußball. Kann man so sagen, oder? Das kann man so sagen. Da gibt es keine zwei Meinungen, würde ich sagen, wenn man sich da auskennt. Ja. Ja. Um vielleicht jetzt hier nochmal eine anschließende Frage dran zu stellen, jetzt auch mit ein bisschen Abstand und auch mit den Erfahrungen, die du gesammelt hast. Was braucht es, um Profi zu werden? Was braucht es, um Profi zu werden? Ja. Natürlich braucht es ein gewisses Talent. Das steht außer Frage. Ne? Wenn man zwei linke Füße hat, dann sollte man es vielleicht mit was anderem versuchen. Aber neben dem Talent ist der Kopf das Entscheidende. Ich würde das Talent gar nicht so hoch bemessen, meiner Meinung nach. Ich habe einfach schon zu oft Spieler gesehen, die nicht so talentiert waren. Oder weniger talentiert waren und es aber relativ weit geschafft haben. Weil der Fußball, das Fußballgeschäft an sich ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Ja. Mhm. Es passiert vieles im Kopf. Enttäuschungen, Rückschläge, Erfolge auch. Wie geht man mit all diesen Dingen um? Das passiert alles im Kopf. Und wenn man das nicht gerade kriegt im Kopf, dann kommt man im Profifußball nicht weit. Man muss sehr angepasst sein. Man muss in seiner Persönlichkeit gefestigt sein, in seinem Charakter gefestigt sein. Man muss verlässlich sein. Es ist am Ende des Tages ist es ein Job. Ja, es ist nicht alles immer so schön, wie das da dargestellt wird. Irgendwie, dass da einmal am Tag trainiert wird und dann haben die Profis frei und fahren mit ihren Autos durch die Stadt und flanieren darum. So ist es nicht. Es ist ein knallhartes Geschäft. Bei dem man heute hochgelobt wird, aber am nächsten Tag schon wieder keinen Vertrag bekommt, zum Beispiel. Wie gesagt, ein bisschen Talent, aber das meiste passiert im Kopf. Der Wille, sich da durchzusetzen einfach und Siehst du da einen Unterschied? Man redet ja immer früher, bla bla bla. Aber wenn du jetzt die Jugendspieler heute anguckst und zu unserer Zeit, siehst du da eine Entwicklung oder auch einen Unterschied am Anforderungsprofil? Ja, diese Unterhaltung führe ich natürlich sehr, sehr oft mit ehemaligen Weggefährten. Das ganze Geschäft hat sich einfach sehr, sehr verändert. Es ist mehr ein Geschäft geworden. Es war damals schon ein Geschäft, aber es ist jetzt noch viel, viel mehr ein Geschäft geworden. Dadurch geschuldet auch, dass sehr, 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 sehr viel mehr Geld im Umlauf ist, ja. Und die Strukturen haben sich auch einfach verändert. Es wird viel, viel mehr auf junge Spieler gesetzt. Aufgrund dessen, dass man ja natürlich junge Spieler schon relativ früh hochziehen möchte, um den Minuten zu geben, um halt deren Marktwert zu steigern, um halt ein Geschäft daraus zu machen sozusagen. Das war zu meiner Jugendzeit leider, wir reden oft darüber, dass wir vielleicht ein paar Jährchen zu früh geboren sind. Ja, wenn ich da mitbekomme, was manche Jugendspieler, die noch nicht einmal Jahrgänge übersprungen haben, wie ich oder teilweise Jungs, mit denen ich das gespielt habe, bei denen es der Fall war,
was die heutzutage schon verdienen in der U16, in der U17. Das kann ich hier gar nicht, das kann ich hier gar nicht sagen. Das glauben die Zuhörer teilweise gar nicht, ne? Da wundert man sich schon, wie es so weit gekommen ist. Die sind nicht per se besser, die Jungs, die da jetzt irgendwie mit 16, 17 schon irgendwie Verträge in sechsstelligen Summen haben, ne? In sechsstelliger Höhe haben. Die sind nicht besser als wir damals. Es ist einfach das ganze Geschäft, die ganze Struktur hat sich verändert. Es ist absurd viel Geld im Umlauf, ne? Und irgendwo muss es ja hin, ne? Wenn der Markt das hergibt, dass so ein Jugendspieler, der noch nicht mal bei den Amateuren irgendwie mittrainiert, ne? Der schon so viel Geld verdient, dann ist es eben so, sei ihm gegönnt, ja. Aber das heißt nicht, dass dieser Spieler oder diese Spieler es dann auch dauerhaft im Profifußball dann schaffen oder sich dann dort etablieren. Mhm. Aktuell machen wir gerade die B-Lizenz und wie ich schon erwähnt habe, wir haben tolle Gespräche, lange Gespräche. Heute und ich sitzen manchmal bis 4 Uhr morgens. Ich habe es dann immer Jorges Therapiestunde genannt. Dann hat er mir seine Sicht der Dinge erzählt und ich habe ihm meine Sicht der Dinge erzählt. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Nee. Du hattest, also wir wollen Trainer werden beide, beziehungsweise zumindest mal den Schein erlangen. Möchtest du später auch die Trainerlaufbahn einschlagen? Naja, ich weiß gar nicht, ob ich so sehr der Typ dafür bin. Ich würde sehr gerne mit Jugendlichen zusammenarbeiten. Jugendtrainer oder so könnte ich mir definitiv vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob ich der Typ für den Profifußball bin. Ich weiß nicht, ob ich der Typ bin, der da jeden Tag auf dem Platz stehen kann und dieses Geschäft auch. Ich hatte in den letzten Jahren auch einfach das Gefühl, so ein bisschen die Nase voll zu haben von diesem ganzen Geschäft, von diesem ganzen Fußballgeschäft, wie sich das gestaltet, welche Entwicklung das da auch genommen hat in den letzten Jahren. So, da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass ich da Abstand nehmen muss von. Und daher ist es gut, die B-Lizenz zu haben. Die möchte ich auch zu Ende machen. Gerne mit dir, Agi. Aber ja. Dann würde ich schauen, in welcher Lebensphase ich bin, ob ich da motiviert dafür bin. Einfach auch. Ja. Um da auch wieder eine anschließende Frage dran zu stellen, sind dann auch zwei Fragen. Du hast jetzt alle Bereiche kennengelernt. Du warst, also das darf man vielleicht auch nicht vergessen, wenn wir immer sagen, okay, du bist nicht in der Bundesliga angekommen, du bist Profi geworden, du hast auch in der zweiten Liga gespielt. Du hast aber jetzt auch den Amateurbereich kennengelernt und in einer unserer wilden Diskussionen hast du aber auch mal erwähnt, was ich sehr interessant fand, dass es auch viele Trainer gibt, deiner Meinung nach, die gar kein Profiniveau haben, beziehungsweise ja, dass der Unterschied gar nicht so groß ist, zumindest mal jetzt bei den Trainern, ja. Kannst du vielleicht mal sagen, allgemein, was für dich der größte Unterschied zwischen dem Profibereich und dem Amateurbereich ist? An diesen konkreten Satz erinnere ich mich jetzt nicht, aber okay. Ich kann es mal umformulieren, was du auf jeden Fall gesagt hast, was mich auch sehr beeindruckt hat, ist, dass du das Gefühl hast, dass viele Trainer auch zum Beispiel gar keine eigene Philosophie haben, sondern dass sie einfach auf einen Zug aufspringen und Sachen übernehmen und dass es gar nicht mehr so arg darum geht, seine eigene Idee in den Fußball reinzubringen. Ja, ich meine, ohne mich jetzt zu sehr aus dem Fenster zu lehnen, ich bin ja selbst noch nicht mal Trainer. Ne? Ich kann es ja, möchte da auch niemandem zu nahe treten. Das sind einfach nur die Eindrücke, die ich so gesammelt habe, die letzten Jahre im Profifußball, aber auch im Amateurfußball. Es gibt nicht mehr viele Trainer, die da wirklich ihren eigenen Weg gehen, inhaltlich, aber auch von ihrer Persönlichkeit. Es ist alles gleichgeschalten. Es wird auch teilweise das, was ich jetzt auch in den Lehrgängen zur Trainer B-Lizenz auch so wahrgenommen habe. Es ist teilweise auch gar nicht gewollt, dass da die Jungs eigene Ideen entwickeln für sich, wie sie Dinge gestalten wollen. Es ist so alles in eine Schablone gepresst. Und ich denke nicht, dass das, ich meine, schauen wir uns mal die letzten Ergebnisse an der deutschen Nationalmannschaft bei internationalen Turnieren. Wir wollen da jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, aber das,
spricht ja wohl Bände. Wir haben 80 Millionen Einwohner hier in Deutschland. 80 Millionen Einwohner. Und ich glaube, jeder zweite Vater denkt, dass sein Sohn der nächste Ronaldo ist. Also die Fußballbegeisterung ist definitiv vorhanden. Ja. Mhm. Und wir schaffen es nicht über Gruppenphasen hinaus. Und im Gegensatz dazu haben wir Kroatien mit 4 Millionen Einwohnern und die kommen irgendwie die letzten 3 Mal ins Halbfinale, Finale und so weiter und so fort. Da muss man sich schon fragen, was stimmt hier nicht? Und das fängt an der Basis an. Das fängt bei den Trainerlizenzen an. Jetzt hat der DFB die ganze Trainerlizenzgeschichten umstrukturiert. Meiner Meinung nach zum Nachteil der Trainerausbildung inhaltlich als auch was den Pool aus angeht, woraus man die Trainer dann schöpfen wird. Ja. Die Herausforderung, also vielleicht für die Zuhörer, um das zu verstehen, erstmal braucht man finanziell ein richtig großes Polster, um jetzt quasi die Pro-Lizenz zu machen. Und man braucht auch zeitliche Kapazitäten, was für viele wahrscheinlich sehr unrealistisch in den nächsten Jahren wird. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Rossi. Ja, es ist zu schablonenhaft. Ne? Als Trainer muss man die Möglichkeit, ich bin kein Trainer, sorry, ich kann noch nicht aus der Perspektive eines Trainers sprechen, aber wie gesagt, ich versuche einfach meine gesammelten Eindrücke wiederzugeben. Man sollte als Trainer versuchen, oder es sollte einem die Möglichkeiten gegeben werden, seine eigenen Ideen zu entwickeln. Und ich sehe das mittlerweile sogar im Amateurbereich, wo dann, ich habe immer gedacht, ja, wenigstens im Amateurbereich können sie doch was ausprobieren, die Trainer. Wenigstens im Amateurbereich können sie doch so ihre eigenen Einflüsse mal einfließen lassen, irgendwie ihre eigenen Einflüsse, sage ich, ihre eigenen Ideen einfließen lassen ins Spiel. Aber selbst da wird nach Schema F trainiert, es wird nach Schema F gespielt, es wird mit viel Angst gespielt, es wird mit übertriebener Disziplin wird versucht zu spielen, nicht querspielen, ja, nicht dribbeln, ja, nicht das im Amateurbereich, wo man denken könnte, ja, da geht's doch eigentlich um nichts. Da geht es doch um nichts. Das ist doch ein Hobby für die meisten. Also es ist ja auch es ist ein Hobby, ja. Das ist ein sehr zeitaufwendiges Hobby, aber es ist ein Hobby. Aber selbst da wird dann versteift auf Dinge. Ja, es ist für mich unverständlich, wie man so Fußball lehren kann, meiner Meinung nach. Und das fängt ja das im Amateurbereich, aber das fängt in der Jugend schon an, dass den Jungs verboten wird zu dribbeln. Dass den Jungs verboten wird, zu schießen, quer zu passen, Doppelpässe, also einfach Dinge riskieren, erlaubt, dass den Jungs erlaubt wird, Fehler zu machen. Ja, aber das ist ja gerade das, so wie ich Fußballspielen gelernt habe, so in Anführungszeichen. Aber ich erinnere mich auch trotzdem, dass, als ich dann damals den Schritt zum VfB in die Jugend gemacht habe, dass das dann dort schon auch losging mit solchen Einschränkungen sozusagen, ne? Da wird einem der Horizont schon auch teilweise genommen. Man lernt sehr viel über Körperliches, also Physiologisches, all diese Dinge. Man wird stärker, man wird taktisch, wird man sehr, sehr gut geschult, all diese Dinge. Aber dieser Horizont für das Spiel an sich, ne, dieses Fußball Lernen, Spielen wird einem schon sehr, 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 sehr eingeschränkt beigebracht. Was ich sehr interessant fand, was du mal gesagt hast, ist, dass es wenig Trainer gibt, so, die einem Sachen an die Hand geben können. Also wenn das passiert, was könnte ich dann machen? Oder du hast auch mal gesagt, dass es dir zum Beispiel fehlt, dass Trainer begründen können, warum sie eine Aufstellung wählen oder beziehungsweise da ihren eigenen Weg gehen. Dass man theoretisch auch sagen könnte, hey, ich spiele heute ohne links Mittelfeld aus dem und dem Grund und das dann so vermitteln, dass es auch für die einen Sinn hat und dass es dann auch für die Mannschaft plausibel ist, dass man das macht. Ja, da kommen wir zum Thema klare Spielidee, eine klare Spielphilosophie und das ist ja, glaube ich, so dieser Punkt, wo sich dann die guten Trainer von den eher weniger guten Trainer dann auch wirklich trennen. Diese Fähigkeit, das Bild, was man im Kopf hat, in die Köpfe der Spieler hineinzubekommen. Und das ist etwas, was ich nicht oft erlebt habe.
die Trainer wiederholen einfach nur das, was sie in den Trainerlehrgängen, in ihren Lizenzlehrgängen gelernt haben und hoffen einfach, dass die Spieler das so verstehen, wie sie das meinen. Aber Spielern beizubringen, weshalb er das so und so machen muss und sollte, ja, und nicht anders, weil halt das in seine taktische Philosophie reinpasst, ne? Und dabei geht es nicht darum, so wie ich vorhin gesagt habe, dabei geht es nicht darum, die Spieler einzuschränken in ihrem Bewegungsausmaß oder in ihrer Kreativität. Dabei geht es darum, den Spielern Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie gewisse Situationen lösen können, sollten, müssen, so dass es in die Philosophie des Trainers dann auch hineinpasst. Da gibt es nicht viele Trainer, die das wirklich gut vermitteln können. Ja. Mhm. Natürlich habe ich da wieder die anschließende Frage für dich. Wer war auf deinem Fußballerweg für dich der beste Trainer, mit dem du je zusammengearbeitet hast und warum? Es wäre jetzt, glaube ich, unfair, Trainer zu benennen, die da die Besten wären oder die Schlechtesten. Ich glaube, ich habe von allen etwas mitgenommen. Angefangen von meinem Ziehvater Rainer Adrian, der mich da damals zu den, relativ jung schon zu den Amateuren hochgeholt hat. Ich glaube, von ihm habe ich gelernt, was Männerfußball überhaupt bedeutet, was es bedeutet, Profi zu sein oder zu werden. Ne? Aber auch von seiner ganzen Art, wie er die Jungs angepackt hat, das war dann auch teilweise sehr menschlich einfach auch noch, ne? In Bremen anschließend habe ich zwischen den Profis gependelt, also ich habe bei den Amateuren gespielt und bei den Profis trainiert. Das heißt, ich habe da von Thomas Schaaf auch sehr viel. Thomas Schaaf war ein Trainer, der hat Fußball spielen lassen. Also der hat auf seine Spieler vertraut, aber wie sollte man nicht auf Spieler vertrauen wie Diego, Mesut, Thorsten Frings, Aaron Hunt, Pizarro, wie soll man auf die nicht vertrauen, dass die das auf dem Platz schon hinkriegen mit ihren Fähigkeiten, ne? Da ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, wenn man nicht so große Namen hat. Dann in Ingolstadt hatte ich Benno Müllmann und Thomas Oral, die sich sehr ähnlich waren in ihrer Art und Weise. Die waren sehr streng, sehr diszipliniert, Disziplinfanatiker, sehr auf Körperlichkeit, sehr auf physische Stärke bedacht. Da habe ich nochmal körperlich auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Ne? Da habe ich nochmal den Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Liga kennengelernt. Das ist ja auch nochmal so, die zweite Liga ist eine brutal körperliche Liga. Also das ist im Vergleich zur ersten Liga sind das auch Welten nochmal. In der ersten Liga ist das teilweise körperlich nicht so anstrengend. Weil man bessere Mitspieler hat, die dann auch mit dem Ball was anzufangen wissen. Und in der zweiten Liga zwar auch, da möchte ich auch niemandem nahe treten und so, aber da wird viel mehr rennen, verschieben, kompakt, zweite Bälle, das sind mehr so die Dinge, die in der zweiten Liga gespielt werden. Das waren so die Trainer, die mich am meisten geprägt haben, würde ich sagen. Okay, und dann natürlich noch, wir reden ja nicht nur über Trainer. Im Herzen bist du wahrscheinlich immer noch ein Fußballspieler. Wer waren deine besten Mitspieler? Und, oder nenn einfach nur einen der besten Mitspieler. Ich weiß, auch wenn es schwerfällt. Und auch deinen besten Gegenspieler. Fällt mir nicht schwer. Nein. Mein bester Mitspieler, den ich jemals hatte, war Aaron Hunt bei Werder Bremen. Was hat den ausgemacht? Der Junge hatte in einer Mannschaft, also ich nenne bewusst Aaron Hunt, weil man darf nicht vergessen, in welcher Mannschaft ich da damals in die ich da damals gewechselt bin, das waren von 26 Spielern waren 26 Nationalspieler. Ja, und wenn nicht A-Nationalspieler, kommen der A-Nationalspieler. Es war eine krasse Mannschaft. Claudio Pizarro, Thorsten Frings, Per Mertesacker, Mesut Özil, Tim Wiese, um nur einige zu nennen. Und Aaron Hunt hat für mich dadurch herausgestochen, weil er so diesen Instinktfußballer noch verkörpert hat. So, Aaron Hunt hat alles leicht gemacht. Für ihn war alles leicht. Er konnte schießen, er war schnell. Man hat es ihm nicht immer angesehen, aber der war brutal schnell, der war nicht vom Ball zu trennen. Da hat ein Auge gehabt, eine Spiel
Übersicht gehabt, die war einfach unfassbar. Hat leider natürlich, wenn man solche Fähigkeiten hat wie er, ne, dann verlässt man sich auf diese Fähigkeiten. Selbstverständlich, der hat ja auch gereicht, der hat, keine Ahnung, über 300 Bundesligaspiele, glaube ich. Ne? Aber mit seinem Talent, der hätte 100 Länderspiele machen müssen, meiner Meinung nach. Und ja, es war einfach eine Freude, ihn da einfach spielen zu sehen, immer. Und ja, ich finde es schade, dass er hat viele Verletzungen gehabt, muskulär immer. Hätte er da ein bisschen mehr machen müssen in die Richtung, weiß ich nicht, wann da die Verletzungen immer lagen, aber er war ein überragender Spieler, meiner Meinung nach. Ja. Und bester Gegenspieler? Bester Gegenspieler. Also nach welchem Spiel bist du mal nach Hause gegangen und hast gesagt, oh, okay, der hat mir heute schön die Hosen ausgezogen. Schwer. Wenn ich gespielt habe, habe ich meistens immer sehr gut gespielt. bester Gegenspieler. Kann ich auch einen Mitspieler als besten Gegenspieler benennen? Du kannst machen, was du willst. Ich bin ja dann von Werder Bremen zu Ingolstadt gewechselt und da gab es einen gewissen Metzelder, nicht der Ältere, sondern der Jüngere von beiden. Und der war eine Kante. Der war 1,95 und wir haben uns Duelle geliefert, also Malte und ich im Training. Das war teilweise wie Evander Holyfield gegen Luis im Training. Das waren krasse Duelle, wo du dann auch wirklich nach dem Training völlig erschöpft dann vom Platz gegangen bist, weil wir uns dann nichts geschenkt haben. Er hat auf derselben Position gespielt wie ich. Ne? Ich habe lieber mit ihm gespielt als gegen ihn, das muss ich definitiv so sagen. Aber das war ein Mentalitätsmonster, wie man so schön sagt, im Fußball. Ja, das war schon ein sehr, sehr, sehr harter Gegenspieler oder auch Mitspieler, sagen wir es mal so. Okay. Auch jetzt hast du noch die Ehre, mir in mein Poesiealbum zu sprechen. Bist du bereit, da noch mal ein paar Fragen zu beantworten? Sehr gerne. Also. Und was kommt jetzt? Na, Agis Poesiealbum. Okay, mein Poesiealbum. Immer fußballspezifische Fragen, okay? Ja. Was ist dein Lieblingstier? Lieblingstier, ganz klar, der Löwe. Habe ich mir auch tätowiert auf meiner Brust. Wir sind ja die unzählbaren Löwen aus Kamerun, ne? Ja, ich habe auch einen Löwen tätowiert. Das weißt du wahrscheinlich auch nicht. Das weiß ich nicht. Ja, haben wir schon mal was gemeinsam. Präsentieren wir uns die Löwen beim nächsten Lehrgang. Was sind deine größten Laster? Meine größten Laster? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu streng mit mir selbst. Ich sollte vielleicht ein bisschen lockerer lassen. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen... manchmal rede ich ein bisschen zu viel, sollte vielleicht ein bisschen öfter mehr zuhören, anstatt meinen Senf dazu zu geben. Ja, ich kenne dich ja nicht so gut, aber ich kann sagen, in den Trainerschulungen ist es eigentlich immer sehr gut, wenn du deinen Senf dazu gibst. Das gibt dem Ganzen dann immer eine gewisse Schärfe, weil es meistens ja schon auch einen Punkt hat, warum er was sagt. Ja, Was wärst du geworden, wenn du nicht den Beruf Fußballer ausüben könntest? Was wäre ich geworden? Wahrscheinlich hätte ich irgendwas Standardmäßiges studiert. Psychologie hat mich schon immer interessiert, habe ich auch einige Semester studiert. Wahrscheinlich hätte ich das gemacht oder ja, ich weiß es nicht. Ich wollte immer schon Fußballer werden. Für mich war immer klar, dass ich Fußballer werde. Schon als Kind war es für mich klar. So. Ich habe mir nie richtig über was anderes Gedanken gemacht. Für mich war immer Fußballer. Deswegen ist die Frage schwer zu beantworten, aber selbstverständlich, wie ich schon gesagt habe, Psychologie hat mich immer interessiert. Ich habe schon immer viel gelesen, habe auch über den Tellerrand hinaus auch schon damals viel mich interessiert. Von daher, ja, so vielleicht in die Geisteswissenschaften. Okay. Nenne eine Person, die du außerhalb des Fußballs bewunderst. Außerhalb des Fußballs? Mhm. Oh, da gibt es einige, die ich außerhalb Nenne des eine. Fußballs... Im Sport, wenn wir im Sport bleiben wollen, ist einer meiner Idole Muhammad Ali. Ja. Aber auch außerhalb des Sports. Für mich, ich bin sehr politikinteressiert auch und für mich ist natürlich jemand, der gewillt ist, für seine Überzeugungen sogar seine Karriere zu beenden, um dann sogar ins Gefängnis zu gehen, um einen Punkt zu machen.
Das sind so Punkte, die sind mir auch sehr, sehr ähnlich. Ich bin auch ein sehr, sehr Prinzipienmensch sozusagen. Und das ist für mich sehr, sehr bewundernswert. Solche Charaktere, solche Persönlichkeiten gibt es heute leider nicht mehr. Mhm. Über das Thema Prinzipien hatten José und ich auch schon, ja, weiß nicht, bis 3 Uhr nachts mindestens. Aber er hatte gute Punkte, ich muss sagen. hat mich in vielen Sachen überzeugt. Nächstes Mal, wer hat sie denn nächste anders? Frage. Nächste Frage, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ich esse natürlich immer sehr, sehr gerne, wenn ich zu Hause bin, bei der Mutter esse ich sehr, sehr gerne afrikanisch. Das macht sie sehr, 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 sehr gut. Kannst du da ein Gericht benennen? Ja, es gibt einige. Da gibt es ein Gericht, das nennt sich ein Dolé. Das ist eine Soße, die wird aus... frag mich nicht, wie die Pflanze heißt. Ich komme ja auch nur zum Essen meistens. okay. Ja, das hat so eine grüne, etwas klebrige Konsistenz. Ah, Okra. Könnte sein, mhm. Könnte sein. Und die wird dann zusammen mit Bobola gegessen. Bobola wird aus Maniok gemacht, ja, und wird dann so wie so eine Stange in Maniokblätter dann gehüllt und gekocht. Mhm. Und ist dann auch so eine feste Gelee-artige Masse. Und das isst man dann zusammen. Ja, das ist absoluter Traum. Da lade ich dich mal ein, Agi. Da kommst du mal mit. Also, das kamerunisches Essen. Alle haben es gehört. Ich komme sehr gerne auf deine Einladung zurück. Freue ich mich schon drauf. Okay, die letzte Frage fürs Poesiealbum. Aktueller Lieblingsfußballer oder Fußballerin? Ich hätte Schwierigkeiten, eine Fußballerin zu nennen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ohne jetzt despektierlich zu sein. Deswegen würde ich einen Fußballer benennen. Momentan, ja, Ousmane Dembélé hat natürlich jetzt im Finale, wenn jetzt viele sagen, oh, der doch nicht, der hat verkackt. Aber für mich ist das ein riesen, riesen, riesen Fußballer. Was für ein Potenzial der mitbringt, ist natürlich ist eine Augenweide, ihm zuzuschauen, wenn er fit ist, wenn er Selbstvertrauen hat, wenn er im Saft ist. Ist er für mich wirklich ein Ausnahmekönner. Und deswegen würde ich schon sagen, Ousmane Dembélé, ja. Okay, der ein oder andere wird es noch sich erinnern können. Ich hatte nämlich gefragt, auch im Argomat, Sané oder Dembélé. Also José hat schon oft brennende Reden für Ousmane Dembélé gehalten, auf sein Talent hingewiesen, auf seine Spielintelligenz, auf seine Qualitäten. Lustig war, er hat dann auch in dem Spiel, was wir alle uns zusammen angeguckt haben, wirklich überzeugt. Und seitdem hat man den noch mehr auf dem... Also er ist ja ein Superspieler, da gibt es ja, keine Frage. Aber ja, José, du hast mich in dem Punkt auch schon wieder ein bisschen überzeugen können. Ist wirklich ein Top-Kerl, ein Top-Kicker. José, zum Abschluss jetzt, ja, du hast es schon fast geschafft. Noch bitte deine 2 Lieder für die Schnittstellenpass-Playlist. Schnittstellenpass-Playlist, 2 Lieder. Das erste Lied würde ich sagen von Kanye West, wenn er bei dir noch nicht gecancelt ist, würde ich sagen Kanye West, Jesus Lord nennt sich dieser Song. Der ist etwas lang, aber ne, der geht 10 Minuten. 10 Minuten, glaube ich, okay. Ja, danke. Sorry dafür. Und dann Is This Love von Bob Marley and The Wailers. Sehr, sehr cool. Komm auf jeden Fall auf die Playlist. José, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir könnten noch ewig sprechen. Vielleicht berichten wir mal auch. Können wir wieder sprechen. Ja, lass uns mal live gehen oder beziehungsweise mal einen Post machen, wenn wir wieder beim Trainerlehrgang sind. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir für deine mögliche Trainerkarriere alles, alles gut. Ich glaube, du wirst ein sehr, sehr guter Trainer, weil du diese Prinzipien hast und auch für die einstehst. Und für alles andere, was du dir vornimmst, was du machst, auch alles Gute und danke, dass du mein Gast warst. Sehr, sehr gerne, Agi. Jederzeit wieder. Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Und ich wünsche dir auch weiterhin alles Gute für deinen Podcast und auch für deine Trainerlizenz natürlich und privat, für was auch immer. Ja, drück dir die Daumen. Vielen Dank. Danke dir, José, und bis bald. Und an alle Zuhörer, wenn ihr Fragen habt an José, ich verlinke ihn in den Shownotes. Ihr könnt mir die Fragen stellen. Bei sonstigen Sachen einfach gerne melden. Ich freue mich auf euren Input, auf euer Feedback. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.